Dinosauriern. Okay, okay, okay. Ein weiterer Auftrag. Sie können ihn sicher ansehen, oder? Habe ich den jetzt zweimal? Was? Gut, wir gucken, was die hier gemacht haben. Warte mal, wo finde ich denn jetzt... Warte mal, muss ich erstmal zurechtfinden hier. Was ist hier? Fossilienzentrum. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, okay, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Aufregend. Absolut. Extrahieren Sie Fossilien, um Genome für jeden Dinosaurier zu bauen. Brauchbare Genome ermöglichen es Ihnen, im Hammond-Entwicklungslabor Dinosaurier zu erschaffen. Expeditionen stoßen manchmal auf zusätzliche Funde, die verkauft werden können. Okay. Fossilien ansehen. Okay, wir haben ein paar schon. Okay. Ich sollte den Ceratosaurus... Guck mal hier, Ceratosaurus. Ui, das ist aber... Guck mal, wenn ich die beiden nehme, habe ich dann 88%? Weil das ist mega, mega wertvoll. Guck mal, das sind 4 Sterne. Ach komm, ist egal. Wir nehmen erstmal das. Okay, das dauert. Hohe Qualität, mittlere Qualität, sehr hohe Qualität. Ich will mal gucken, was bei rauskommt. Also, wir schauen mal, was da in jetzt gut 13 Sekunden passiert. Und dann wäre ja auch die Frage, brauchen wir das überhaupt? Warte mal, ich mach das mal direkt weg. Oder können wir das direkt wieder verkaufen, weil es nicht mehr als 44 werden? So, hier ist was passiert. Ah, siehst du? Kommen wir nämlich nur auf 48%. Ja, dann brauchen wir das doch, denn wir brauchen ja, haben sie ja gesagt, wir brauchen 50% vom Ceratosaurus, ne? Das heißt, wir können doch alle machen. Und, haben dann entsprechend eine ganze Menge DNA. So, Geld haben wir genug, noch 2,2 Millionen circa. Das heißt, hier lassen wir mal die Extraktion laufen und können theoretisch dann ja schon die wieder auf eine weitere Expedition schicken. Richtig? Die haben wir jetzt nichts zu tun. So, guck mal, hier haben wir fertig. Nehmen wir direkt die hinterher. Und los. So. Schön. Ciao. Viel Glück euch. Ich muss mich noch ein bisschen orientieren, aber das kriegen wir ja wohl hin. So, hier können wir irgendwas leveln. Lehrer-Upgrade-Platz. Ausbrütungstempo. Ach so. Nee, das verändert nicht den Dino selbst. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, gucken wir uns direkt den nächsten Auftrag an. Denn jetzt haben wir ja... Warte, warum der hier zweimal ist jetzt? Vielleicht kriegen wir auch zweimal Belohnung. Das wäre natürlich dann ein Spiel ausgetrickst. Okay, Tor öffnen. Tor schließen. Kommt der Dino direkt raus? Wo ist er denn? Ne, okay, hat er nicht geschnallt. Okay. Gesundheit, Geborgenheit. Er ist nicht ganz gesund, alles klar. Was hat er denn? Am Verhungern. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Hast du recht, Claire. Was ist hier oben? Irgendwas ist da, hat sich da gerade. Irgendwas hat sich da gerade gedingstert. Okay, wir müssen den irgendwie füttern. Aber ist hier nicht genug... Warte mal. Karte, Verwaltung, Gehege, Betriebsgebäude, Gäste, Strom, Wege, Landschaftserhaltung. Puh, wie kriegen wir denn Futter in das Gehege? Oder können wir das einfach noch nicht, weil wir noch nicht... Oder wäre das hier? Nee, ist auch Quatsch, ne? Wird schon hier irgendwo sein. Aber findet der dann... Ich meine, hier liegt doch ganz viel Grünzeug, wenn das ein... Gut, können wir uns gerade nicht mit befassen. Müssen wir abwarten und Tee trinken. So, dann gucken wir mal. Hier unten war noch ein Gebäude. Hier. Kleines Kraftwerk. Ich bin Owen Grady. Meine Freundin Hallo. Nennt mich Owen. Eigentlich nenne mich alle so.
Ich habe Dinge gesehen, auch dein Name. Die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Mhm. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Ja. Gut. Hat sich wieder was freigeschaltet? Strom okay. ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Aha. Gut. Kraftwerke versorgen ihre Insel mit Strom. Umspannwerke leiten Strom zu umliegenden Gebäuden. Stellen Sie sicher, dass die Umspannwerke durch Masten mit Kraftwerken verbunden sind. Okay. Das wäre also unser kleines Kraftwerk. Und hier ist Forschung. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Okay. Mittels Forschung können Sie verschiedene Aspekte Ihrer Anlagen verbessern und erweitern. Sie können neue und verbesserte Gene erforschen, um Ihre Dinosaurier damit zu modifizieren. Manche Gegenstände haben Abteilungsrufanforderungen, die erfüllt werden müssen, ehe sie verfügbar werden. Okay, das sollen wir ja machen, ne? Wir sollen dem einen Dino mehr... Hier, Lebenserwartung von 41. Hm? Das ist exakt derselbe Auftrag. Lassen Sie ihn frei. Lassen Sie ihn frei und dann verkaufen. Okay, also das ändert sich nur dadurch, dass ich bei dem anderen Auftrag noch verkaufen muss. Okay, dann hatten wir noch... Ah, guck mal, die kommen gerade wieder. Super. Zu den Fossilien. Guck mal, ist noch mittendrin. Aber das ist ja dann... Hier, 9%, das heißt, wir haben die 50% abgeschlossen. Sobald das fertig ist. 2 Sekunden. Zack. Okay. Ceratosaurus. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Keine DNA vorhanden. Okay. Können wir das verkaufen für 120.000? Cool. Ja, ich meine, können wir ja machen, oder? Guck mal, Ceratus. Ach, guck mal, das bringt gar nichts. Oder? Geringe Qualität. Für 40.000 verkaufen. Klingt für mich sinnvoll. Und hier extrahieren wir wieder. So. Dann ist der Auftrag ja fertig. In einem Hammett-Entwicklungslabor ausbrüten und freilassen. Oh Gott. Aber wenn ich den freilasse, hat er doch Ärger mit dem Dino, oder? Guck mal, 77%. Der futtert hier nichts von dem ganzen Grünkrams. Oder ist der vielleicht einfach nur mein Opfer? Ist Harald nur mein Opfer? Ich will Harald nicht mehr Harald nennen. Ich will Harald behalten. Mist. Opfer. Hoffe ich. So. Wir müssen hier einen Dino klicklacken. Und zwar einen Ceratosaurus, nämlich einen Fleischfresser. Brauchen wir jetzt nicht, können eh jetzt gerade nichts ändern. Genom modifizieren. So. Wir sollten eine... oh Gott. Das weiß ich schon wieder nicht mehr. Was sollten wir, eine Lebenserwartung? Was sollten wir denn... Genau, Lebenserwartung von 41 sollten wir kriegen. Alles klar. So. Genom modifizieren. Lebenserwartung. 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 Alles klar, 45. Dann kann ich das irgendwie anwenden? Angewendet. Ist ja schon. Lebensfähigkeit? Lückenidee, Lebenserwartung, angewendet, Gen anwenden, okay, war der eben rosa? Nee. Ausbrütungskosten, muss ich einen weiteren dafür, Lebenserwartung, 45, Ich habe diesen neuen Auftrag gerade erst erhalten und er trägt Ihren Namen.
Okay, brüten Sie in einem Hammond-Entwicklungslabor erfolgreich einen Dinosaurier aus? Und dafür gibt es ein bisschen Kohlen. So, Dinolein, was hast du für eine Lebenserwartung? Alter, 4. Aktueller Verkaufswert 11.000 irgendwas. Streift umher. Erkältung. Oh. Muss ich echt einen zweiten bauen? Oder kann ich den jetzt verkaufen? Warte mal. Dafür muss ich den zurückholen wahrscheinlich irgendwie, ne? Wie mache ich das denn? Warte mal. Betriebsgebäude, Gäste. Lassen Sie einen Struthiomimus mit einer Lebenserwartung von 41 frei. Okay, dann muss ich wirklich noch einen zweiten bauen. Alles klar. Dann machen wir das. So, der hat jetzt eine Lebenserwartung von 45 und das heißt, wir können den holen. So. So. Und dann muss ich den freilassen und verkaufen. Dann gucken wir, wie das geht. Ansonsten können wir hier schon wieder die ja losschicken. Solange wir ohnehin am Anfang sind, müssen wir, glaube ich, eine ganze Menge so ein Zeugs machen. Kann nicht schaden, ne? So. Dino Nummer 2 wird gleich dazu stoßen. Wo ist der andere? Da. Okay, da ist der Hubschrauber weg. Und der futtert einfach nicht. Okay, wir brauchen irgendwie noch eine Möglichkeit, dass wir da wahrscheinlich Futter reinlegen. Ich weiß nicht genau, warum er nicht einfach irgendwas von dem Zeugs, was hier rumliegt, futtert. Aber das finden wir noch raus mit der Zeit. Wahrscheinlich irgendwo in einem von diesen Untermenüs hier. Schauen wir mal. So. 75% für den zweiten. Ja, der hat jetzt eine Lebenserwartung von 45. Wir sollen 41. Das heißt, das wäre eins von den beiden wahrscheinlich schon abgehakt. Und dann müssen wir einen von denen verkaufen. So. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so einfach ist. Und wenn ja, haben wir schon wieder ein bisschen Kohlen. Die wir theoretisch nicht brauchen, aber wenn wir das mit den DNA-Sequenzen da machen, dann geht das Geld wahrscheinlich relativ fix weg. So. Hammond-Entwicklungslabor 1 besuchen. Dinosaurier freilassen. Ich denke, wir beginnen einander zu verstehen. Genau, jetzt haben wir ja automatisch den anderen Auftrag abgeschlossen, ne? Den Dino-Dings dann. Dinosaurier freilassen. So. Das haben wir jetzt schon mal gesehen. Theoretisch ist es doch jetzt abgeschlossen, oder? Genau. Mit dem, Super. was Sie erreicht haben, können wir unsere Arbeit hier in der Wissenschaftsabteilung weiterentwickeln. So. Okay, kommt was? Hallo. Beschaffen Sie 50% des folgenden Ich habe Genoms eine Triceratops. interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben Meine Vision. erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Okay, Spiel ist cool. Also, muss halt sagen, ich mag halt Dinos unheimlich gerne und wenn wir dann jetzt Stück für Stück auch immer noch so ein bisschen was über die Dinos lernen, finde ich das echt cool. Also, die Mission nehmen wir natürlich an. Was? Oh. Dann nicht jetzt. Dann würde ich versuchen, den jetzt hier irgendwie zu verkaufen. Ich weiß aber nicht genau, wie das geht. Mehr Details? Hm. Wie verkaufe ich dich denn jetzt? Wir haben es schon geschafft, eine längst ausgestorbene, ne? Und verkaufen Sie ihn. Verkaufen Sie ihn, verkaufen Sie ihn. Kontrollraum. Missionen, Finanzen. Inselnavigator.
Expeditionskarte, Fossilien, Forschung. Gehege ist was Neues da. Leichter Stahl. Warum nicht? Kann nicht schaden, ne? Gehen Sie zu Fossilien, um nachzusehen. Achso, das ist wieder was angekommen, alles klar. Dann haben wir hier was zum Verkaufen. Und hier haben wir Strudiomimus wieder. Und das ist doch super. Nehmen wir beides mit und können dadurch unseren Strudiomimus ein bisschen stärker machen. So, aber wie verkaufen wir denn jetzt? Ich sehe es noch nicht. Ah, warte mal, das da war vielleicht in dem Menü. Ne, das wäre Quatsch. So. Ah. Hier war doch eben irgendwie so ein Untermenü. Okay, dann erstmal nicht. So, Verwaltungsansichten. Geschenke. Das ist es auch nicht. Gehege, Betriebsgebäude, Gäste, Strom, Wege, Landschaftsgestaltung, Abreißen. Können wir vielleicht mit dem Abreißen-Menü den Dino einfach verkaufen? So, warte mal, wo bist du denn jetzt, zweiter Dino? Da unten? Genau. So, wenn ich auf dich mit einem Rechtsklick agiere? Nee. Okay, was habe ich für Möglichkeiten? Bodenkamera... Dinosaurier-Statistiken ausblenden. Wie kriege ich dich verkauft, Keule? Authentizität? Mehr Details? Nein. Angriffsgene? Anzahl? Puh, puh, puh. Zufrieden. Am Verhungern. Der frisst einfach nicht. Wie kann ich den denn verkaufen? Warte mal, wenn ich bei in dem Wissenschaftsgebäude bin, oder vielleicht sogar aus dem Gebäude heraus? Betriebsbereit? Nee. Finde ich irgendwo eine Möglichkeit, meine Dinos zu sehen? Was haben wir hier? Forschungszentrum. Forschungen ansehen? Dinos? Nee. Ankunftsort? Puh. Wie kriege ich dich verkauft, Keule? Oder geht das einfach noch nicht? Dann lassen wir das auch. Oder? Dann neuen Auftrag anfordern. Wir hatten doch eben von ihr einen Triceratops. Es heißt, es gäbe einen, oh nein! Auftrag. Schade, war eine Million für den Triceratops. Gut, jetzt haben wir 125.000. Finden Sie mithilfe des Expeditionszentrums ein Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers. Okay. Nehmen wir direkt noch mehr dazu, ne? Geht gar nicht. Okay, geht gar nicht. Okay, können wir bloß nochmal zwei Aufträge? In einem Hammett-Entwicklungslabor ausbrüten und freilassen. Ceratosaurus, okay. Das ist jetzt blöd, weil der ja letztendlich einen von denen töten wird, oder?